Mein Name ist Radime Fahrumand, ich bin Ärztin in Gelsenkirchen. Gerade eben haben wir hier diesen Platz betreten mit einer Patientin von mir. Und auch das zu sagen, verletzt schon meine Schweigepflicht. Meine Patientin ist aufgehalten worden, hat ihr Attest vorgezeigt, ordnungsgemäß mit Ausweis. Und dann wurde ihr gesagt, dass dieses Attest wahrscheinlich ein unrechtes Attest sei, weil ja schon jemand anders mit einem Attest von mir hier überprüft worden sei. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich habe bei jemandem etwas diagnostiziert und das wird jetzt angefochten oder angemahnt oder als unrichtig angesehen unter dem Vorwand, ja, du hast ja schon jemand anders behandelt und hast jemandem anders schon gesagt, dass er krank ist. Und dann müsste ein medizinischer Grund drinstehen. Nein, ich verweise hier eindeutig auf meine Berufsordnung, verliehen von der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Bravo! Ja? Erstens, Ärzte haben von Nichtärzten keine Weisung entgegenzunehmen. In der Einleitung steht, dass ich gelobe, die Geheimnisse und Krankengeschichten meiner Patienten über deren Tod und auch über Bedrohung, selbst bei Bedrohung meines Lebens, nicht preisgeben werde. Daran halten wir uns, wenn wir Atteste ausstellen. Atteste werden dann unrichtig, wenn wir unsere Patienten nicht gesehen haben, wenn wir sie nicht untersucht haben, wenn wir eine Krankheit nicht diagnostiziert haben. Es ist entsetzlich für mich zu sehen, dass ich neben meiner Patientin stehe, sage, ich habe sie untersucht und dann von einem Nichtarzt gesagt bekomme, die Patientin soll zu einem Lungenfacharzt gehen, weil er sich zumutet, die Diagnose, die für die Befreiung von einer Maskenpflicht gilt, festlegen zu können. Nochmals, Paragraph 4 meiner Berufsordnung sagt, Ärzte haben von Nichtärzten keinerlei Weisungen entgegenzunehmen. Tue ich das, mache ich mich strafbar. Für alle ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, wir haben keinen Eid geschworen, aber die Berufsordnung, unter der wir arbeiten, ist so etwas wie ein Eid und an die haben wir uns zu halten. Wir dürfen keine Diagnosen in die Atteste schreiben, weil vielleicht möchte der Patient nicht, dass sein Arbeitgeber erfährt, dass er Angststörungen hat oder dass er in einer Krisensituation ohnmächtig werden könnte, dass er unter Sauerstoffmangel oder unter CO2-Anreicherung plötzlich nicht mehr seine Maschine bedienen kann. Auch die Polizei geht so etwas nichts an und das Ordnungsamt auch nicht. Und auch die Mitarbeiter der Polizei und des Ordnungsamtes haben die gleichen Rechte. Das heißt, auch wenn ein Ordnungsamtsmitarbeiter hierher kommt zu mir und sagt, ich kann aus medizinischen Gründen keine Maske tragen, weil ich das habe, und er mir das glaubhaft machen kann und ich das in einer Untersuchung bestätigt finde, dann bekommt er von mir auch ein Attest ohne Diagnose. Inzwischen haben mehrere Städte, mehrere Gerichte die Diagnose- und Grundpflicht in einem Attest auch schon aufgehoben. Auch die Ärztekammer Westfalen-Lippe hat sich dazu geäußert und hat ganz klar gesagt, dass eine Diagnose nicht in ein Attest gehört. Ich stehe hier also nicht einfach nur so, sondern auf dem Boden des Gesetzes.